Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Ich würde mich gern als sehr fleißige Person sehen, ertappe mich aber manchmal dabei, wie ich manchmal gar nicht so fleißig bin, wie ich eigentlich gern wäre. Vielleicht kennen Sie das ja auch von sich selbst. Professor Erb und ich sprechen heute über Selbstkonzeptdiskrepanzen. Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Eigentlich sehe ich mich als ziemlich fleißige Person und manchmal erwische ich mich aber dabei, wie ich eigentlich gar nicht so fleißig bin, wie ich gerne wäre. Es gibt also irgendwie eine Diskrepanz und wir wollen hier heute über Selbstkonzeptdiskrepanzen sprechen. Deswegen bitte ich dich mal zu erklären, was es eigentlich ist. Ja, Selbstkonzeptdiskrepanzen. Vielleicht sage ich lieber noch einen Satz dazu, was ist überhaupt das Selbstkonzept? Das sind also Annahmen und Gefühle, die wir mit uns selbst verbinden. Wie bin ich? Und das ist auch gleich der erste Punkt bei den Selbstkonzeptdiskrepanzen. Also ein bisschen schwierig auszusprechen. Also eine subjektive Vorstellung davon, wie man selbst ist, welche Eigenschaften man hat, was die eigene Person ausmacht. Und dann andere Abteilungen im Selbstkonzept, einmal dieses ideale Selbst, wie wir das nennen. Ich glaube, das hast du jetzt so angesprochen. Ideal wäre, wenn ich super fleißig wäre. Wir können viele Beispiele dazu generieren. Und eine dritte Abteilung im Selbstkonzept, das, was man das Sollte-Selbst nennt. Also das, wo man über sich selbst denkt, das sollte ich eigentlich tun. Das ist jetzt nicht ideal in dem Sinne wie das ideale Selbst, aber es ist diese Art Verpflichtung, die man sich selbst auferlegt. Also könnte auch das Sollte-Selbst dann betroffen sein. Wichtig dazu ist zu sagen, dass das immer subjektiv ist. Also das ist immer die Einstellung, die Vorstellung der Person über sich selbst. Das muss jetzt nicht objektiv richtig sein. Also vielleicht bist du super fleißig, siehst es selbst aber gar nicht so. Das muss man immer noch dazu sagen. Dann gibt es diese Abteilung und man nimmt an, dass so Diskrepanzen, die da entstehen, dazu motivieren, diese Diskrepanzen wieder aufzulösen, also die zusammenzufügen. Das kann man dann tun, indem man einfach fleißiger wird zum Beispiel und sich mehr mit dem beschäftigt, von dem man denkt, ideal wäre, wenn ich das jetzt tun würde. Oder sofern das Sollte selbst betroffen ist, das sollte ich jetzt tun. Ne? Ich fühle mich auf eine gewisse Art und Weise dazu verpflichtet. Das kann aus sich selbst herauskommen, das kann man aber auch subjektiv dann eben wieder anderen Menschen zuschreiben, die einem wichtig sind. Also meine Mutter würde von mir erwarten, dass ich jetzt dies oder jenes tue, fleißiger bin, mehr Sport treibe, erfolgreicher bin. Mein Vater hat von mir erwartet, dass ich Jurist werde. Am Ende bin ich in ganz anderer Kiste gelandet, Psychologe geworden zum Beispiel. Und diese Diskrepanzen sind da gemeint. Kennen wir alle, ja. Ja, zum Selbstkonzept haben wir auch schon ein eigenes Video gedreht. Das verlinken wir Ihnen oben auch gerne nochmal, dann können Sie nochmal reinschauen. Meine nächste Frage an dich ist, wieso es überhaupt den Unterschied zwischen Sollte und Ideal selbst gibt? Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung und die wird dann natürlich wichtig, wenn sie unterschiedliche Konsequenzen für die Menschen hat. Wenn das ein und dasselbe wäre, bräuchten wir diese Unterscheidung nicht. Aber das ist tatsächlich so, dass die emotionale Reaktionen auf solche Diskrepanzen unterschiedlich ausfallen. Nehmen wir den ersten Fall, ich habe mein Selbstkonzept und ich habe eine ideale Vorstellung von dem, wie ich gerne wäre. Und wenn diese Diskrepanzen auftreten, dann tritt so etwas auf wie Enttäuschung, auch Traurigkeit. Also es ist eher so eine Traurigkeitsreaktion, die wir dann haben. Wenn wir im zweiten Fall die Diskrepanz haben zwischen dem tatsächlichen Selbst, subjektiv tatsächlichen Selbst und dem Sollte selbst, dann kommt es eher zu so Angstgefühlen, Bedrohungsgefühlen, auch Schuldgefühle, die dahinter stecken. Also eine ganz unterschiedliche Reaktion auf der emotionalen Seite. Wie kann man jetzt dieses Wissen über diese Selbst, Selbstkonzeptdiskrepanzen, wie kann man dieses Wissen darum anwenden im Alltag? Nützt mir das irgendwas, das jetzt zu wissen?
Naja, dafür machen wir ja auch ein bisschen diese Videos, dass man da was draus lernt, vielleicht auch für sich selbst. Wenn man dieses Konzept kennt, das Selbstkonzept Diskrepanzen, kann man das natürlich auch bei sich selbst beobachten und dann auch verstehen, warum reagiere ich jetzt in diesem Augenblick eher zum Beispiel traurig, weil mein Ideal selbst nicht erreicht wird oder warum fühle ich eine Bedrohung, fühle mich irgendwie ängstlich oder so, weil man sollte selbst nicht erreicht wird, dann kann man sich natürlich schon mal selbst besser verstehen. Dann ist es wichtig zu wissen, dass diese Situation für uns alle irgendwann mal auftreten. Also ich glaube, Sie zu Hause kennen das auch alle. Ich wäre gern so, aber ich bin nicht so und da gibt es gewisse Diskrepanzen. Das ist ganz normal. Insofern kann man daraus auch etwas lernen. Es geht im Prinzip allen Menschen so. Jetzt einen Schritt weiter kann man sagen, wenn das chronisch auftritt, wenn das also immer wieder und nicht weggehen will, dass dahinter natürlich auch sich etwas wie eine psychische Störung verbergen kann. Und dann lohnt es sich, wenn man das immer wieder und ständig erlebt, sich vielleicht ja auch mal professionelle Hilfe zu holen. Also mit jemandem zu sprechen, mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Das ist eine Möglichkeit. Sonst, ja, was man noch sagen muss, ist, es ist nicht immer ganz leicht, diese Lücken dann auch zu schließen. Und manche Lücken kann man gar nicht mehr schließen. Also in meinem Alter, ich werde jetzt nicht mehr Konzertpianist werden, ne? Obwohl ich fände ich toll, wenn ich das könnte. Aber dafür ist es jetzt sozusagen zu spät, Top-Leistungen im Sport zu erbringen und so weiter. So, das ist dann auf eine gewisse Weise, wenn man das erlebt, natürlich auch darauf ankommt, richtig damit umzugehen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt im Leben, gerade wenn man älter wird und sich die Möglichkeiten auf eine gewisse Weise auch verengen, weil man gar nicht mehr von Neuem anfangen kann, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Fängt ja schon relativ früh an. Also mit 30 ist es auch zu spät, jetzt Klavier spielen zu lernen, in der Hoffnung, dass man irgendwie der Top-Pianist oder die Top-Pianistin irgendwann wird. Da kommt es dann wirklich drauf an, damit umgehen zu lernen, dass sich Verengungen einfach einstellen. Hat viel mit Lebenserfahrung zu tun und mit einer gewissen Weisheit. Ich glaube, das kann man auch da an der Stelle den Menschen noch mit auf den Weg geben. Ja. Ja, manches kann man ja auch gar nicht verändern, weil zum Beispiel angeboren ist. Also bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder sowas Banales wie die Körpergröße. Also wenn ich jetzt sage, ich wäre gerne 1,83, also geht nicht, weil bin ich nun mal nicht. Ne? Naja, genau. Und das gehört auch mit dazu, damit umgehen zu lernen. Ne? Aber als 83 würde mir jetzt bei dir nicht so gut gefallen. Ja, das war auch jetzt eher ein Beispiel noch. Okay, dann bedanke ich mich. Oh Gott, jetzt muss ich das Wort schon wieder aussprechen. Deswegen habe ich jetzt schon Verstotterer. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns die Selbstkonzeptdiskrepanzen näher gebracht hast. Und ja, ich werde das Wort jetzt für heute nicht mehr in den Mund nehmen und dann verhadere ich mich auch nicht mehr. Ja, das ideale Selbst hätte natürlich jetzt die Selbstkonzeptdiskrepanzen gut ausgesprochen. Und dann würde es sich dann ja auch lohnen, das Wort vielleicht häufiger mal zu üben, um diese Lücke zu schließen. Um das nochmal abzuschließen, ist nicht ganz ernst gemeint, Judith, natürlich. Ja, vielen Dank auch für deine Fragen. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Ciao.